Heute gibt es wieder mal eine einfache und tolle Geschenkidee. Dafür nehmt ihr Eisstäbchen. Wir brauchen jede Menge davon. Genauer genommen 8. Ihr könnt Washi-Tape oder andere Dekomaterialien einsetzen. Oh, und das Wichtigste fast vergessen. Ihr braucht ein Foto oder Motiv eurer Wahl. Die Eisstäbchen sehen so in Holz ganz schön aus und passen vielleicht ganz gut in deinem Zimmer oder im Zimmer einer Person, die du beschenken möchtest. Aber wir finden, ein bisschen Farbe schadet nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Eisstäbchen mit Washi-Tape zu verzieren. Denselben Schritt haben wir mit 4 Eisstäbchen wiederholt. Die Eisstäbchen werden aneinander geklebt. 2 davon stellt ihr oben hin und schmiert das eine Ende mit Kleber ein. Ihr seht, wir haben die 2 bunten Eisstäbchen umgekehrt, also umgedreht, auf die 2 Holzstäbchen geklebt. Wenn ihr das Ganze umdreht, habt ihr die bunten Stäbchen untenrum und die Holzstäbchen oben. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze nach Lust und Laune dekorieren und, ganz wichtig, ein Foto oder Motiv eurer Wahl hinten ankleben. Die Ränder könnt ihr mit der Schere zurechtschneiden und dann habt ihr im Handumdrehen eine einfache und schöne Geschenkidee gebastelt.